So, hallo, Servus. Willkommen zum Videotipp von wie man eine Rune aktiviert, beziehungsweise wie man die große Rune aktiviert. Man bekommt nach dem Kampf mit dem Boss Roderick, der Verpflanzte, eine große Rune, aber die ist inaktiv. Die muss man erstmal reparieren und dann kann man die einsetzen. Das werde ich euch jetzt hier in diesem Video erklären. Also nach dem Kampf mit Roderick sind wir ja dann hier. Wir bekommen die Rune und dann müssen wir hierhin. Also in die Richtung. Wir müssen hier den Weg hier laufen bis hier zum Turm. Ich werde euch jetzt zeigen, falls jemand hier das den Bonfire oder halt Gnade, Ort der Gnade nicht aktiviert hat, wie man von Bossraum, Roderick, ja, hier sind wir, hierhin gelangt. Ja, man kann auch von hier laufen und so. Würde auch gehen, aber ich erkläre das jetzt an der Stelle von Roderick, nicht Roderick. Roderick, der Verpflanzte, bis hierhin und dann von hier aus laufen wir dann weiter. Und dann kann man das hier im Turm aktivieren. Und dann zeige ich euch auch noch, was für einen Effekt die Rune hat. Die ist nämlich richtig nice. Okay, also, dann laufen wir und zwar in die Richtung. Ja. Der Weg dahin sind mit vielen, vielen Gegnern. Ich renne jetzt an denen einfach vorbei. Ich hoffe, das klappt auch. Okay, schauen wir mal. Hoffentlich sterbe ich nicht. Oh, die Nase juckt wieder mal. Einfach vorbeirennen. Klappt eigentlich. Natürlich, wie gesagt, wenn ihr das Ort der Gnade schon besucht habt, dann könnt ihr da hinreisen und dann zum Turm rennen. Das geht ja auch. Ich renne hier durch. Hier könnte es ein bisschen kritisch werden, weil die machen schon ziemlich ordentlich Bums. Wenn ihr nicht so viel Leben habt wie ich gerade. So. Ja, genau, der da mit der Balliste. Oh, getroffen haben sie mich. Aber zum Glück machen die nicht so viel Schaden gerade. Okay, einfach hier weiter und dann jetzt nach links. Und dann hier. Hier rechts ist ein starker Gegner, falls man den noch nicht gemacht hat. Aber darum würd ich mich auch nicht drum kümmern. Da vorne ist gleich ein Bonfire nämlich. Den kann man aktivieren. Der ist hier. So, ich setze mich einmal dran, falls ich sterben sollte auf dem Weg hin. So, und jetzt laufen wir hier weiter hoch. Über die Brücke, immer geradeaus. Da sind ein paar Riesen, die könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, töten oder auch dran vorbeilaufen, wie ihr wollt. Ihr müsst es nicht. So, da zum Turm müssen wir hin. Okay, jetzt hat er mich erwischt. Also ich mache das nicht professionell oder so, jetzt mit Videoschnitt und so, darauf habe ich irgendwie gar keine Lust. Ich könnte viele Videos machen, aber ich mache das jetzt hier, ich tue das sogar Livestream. Nur privat und tue das dann, also ist ein privater Stream, da kann keiner zuschauen jetzt. Und ja, dann werde ich das nachher veröffentlichen und ich denke mal, das geht auch so in Ordnung. Hauptsache man weiß ja, wie es funktioniert. So, und dann hier hin, untersuchen. Aktivieren und dann kommen wir auf die andere Seite, nämlich. So. Die Tür ist, wenn man schon mal hier war, am Anfang verschlossen und dann ist die dann auf, nachdem man, glaube ich, die Rune bekommen hat. So, hier ist ein Aufzug. Der ist, wenn ihr das erste Mal da seid, ist da unten. Dann braucht ihr euch nur auf die Plattform zu stellen und dann fährt ihr hoch. Ja, ist ein ziemlich langer Plattform, ne? Jetzt sind wir da. Und jetzt fahren wir hoch.
Ja, man bekommt halt mit der großen Rune, wenn man die aktiviert, auf alle Attribute plus 5. Ne? Alle Attribute, die man hat, Kraft, Geist, Kondition, Stärke, Geschick, Weisheit, Glaube, Arkan, hat man dann plus 5. Also ich habe die momentan gerade aktiv. Ich zeige euch auch, wie das dann funktioniert. So. Hier ist auch noch ein Bonfire, ne? Könnt ihr aktivieren und dann wahrscheinlich werdet ihr dann auch im Laufe des Spiels noch andere Runen bekommen. Die müsst ihr alle hier aktivieren. So, einfach hier hoch, dann dahin. Hier ist dann so ein grüner Kreis, da geht ihr hin und dann aktiviert ihr hier die Rune. Ne? Das war's dann schon und dann, wenn ihr das gemacht habt, geht ihr an Ort der Gnade, an euer Lämpchen oder Bonfire oder was auch immer, Leuchtfeuer, geht ihr hier hin. Und dann geht ihr einfach auf große Runen. Ne? Und dann wählt ihr euch die Rune dann hier aus, aktiviert die und dann habt ihr die drin. Aber ihr habt den Effekt noch nicht. Der Effekt... So, genau, der Effekt zeige ich euch jetzt einmal kurz. Ui, und einmal sterben. Ich zeige euch jetzt den Effekt. Weil ich habe den gerade aktiv gehabt. Der ist dann immer nur so lange aktiv, bis ihr stirbt, dann ist der Effekt weg von der Rune. Das ist so wie die Menschlichkeit von Dark Souls. Ne? Wenn ihr Menschlichkeit benutzt in Dark Souls 3, dann habt ihr auch immer ein bisschen mehr Leben. Ne? Aber in dem Fall ist das nicht nur Leben. So. Wie ihr sehen könnt, jetzt erstmal 32, 11, 15, 12. Ne? Ist jetzt ein bisschen runtergegangen. Ne? Weisheit 9, 8, 8. Glaube Arkan. So. Um jetzt diesen Effekt wieder zu bekommen, gibt es ein Item, das heißt... Runenbogen habt ihr wahrscheinlich schon mal irgendwo mal eingesammelt. Ich habe jetzt noch einen im Inventar. Und wenn ihr den jetzt nimmt, einmal benutzt, bekommen wir für jeden Attribut plus 5. Ja? Wie ihr sehen könnt jetzt. Ja? Glaube, Arkan, alles hochgegangen, Kraft, Geist. Und dieser Effekt ist halt nur so lange aktiv, bis man stirbt. Dann ist das wieder weg. Und dann müsst ihr wieder einen Runenbogen benutzen. Und das ist alles. Ich hoffe, das Video hilft euch dabei weiter, wie ihr einen Runenbogen, wie ihr die große Rune aktiviert. Okay, das war's schon. Ich bedanke mich und dann haut rein, macht's gut, viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin meistens am Stream. Momentan streame ich Elden Ring. Vielleicht schaut ihr vorbei. Danke und bis bald. Ciao.